Jo, ich bin gerade im Auto, ich bestelle gerade telefonisch bei meiner Bank Dollar für die Reise. Die Dame ist ziemlich lustig drauf, ich hoffe, ihr hört die gleich. Ich will noch mehr bestellen, weil wir das jetzt bestellen für Sie. Können Sie mir auch gleich noch Ihre Wunschstückelung mitteilen? US-Dollar in 100er-Noten, der Rest kleiner und gemischt dann. Wann würden Sie denn reinkommen? Direkt auch Dienstag um 14, also nachmittags oder Mittwoch erst? Ne, ich würde Dienstag nachmittags dann vorbeikommen. Ja, perfekt, dann haben wir es ja doch noch gelöst. Falls mein Kollege, der Herr Wollersheim, glaubt, ich habe mir hier zu viele Nullen geschrieben, weil er dachte, ich will nur 100 Euro statt US-Dollar für eventuelle Rückfragen, unter welcher Nummer könnte er sie denn erreichen? Jo Leute, der Reza ist jetzt da, der ist ein Auto hinter mir, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Live-Cash-Game, NL200 heute Abend, mal gucken, was passiert. Wir fahren extra mit zwei Autos, dass falls einer doch die Nacht da bleiben möchte, dann kann der andere halt nach Hause fahren oder ja, man ist halt entspannter. Oh, ich muss mich anschnallen, wir sehen uns gleich wieder. Yo, komme gerade von der NL200-Runde. Ich habe echt alles gegeben. Es war nicht so, dass ich kartentot war oder so. Ich habe wirklich oft auch Premium-Hände bekommen. Ass Dame, Ass König, Ass Bube, Buben. Und alle Hände, alles was ich gespielt habe, ist einfach kaputt gegangen. Ich habe einmal gegen einen Ultralosen-Spieler Buben-Preflop halt gedreibettet. Er callt. Flop kommt 8, 9, 10. Ich bette Flop und er raised all in. Er ist halt Shortstack, also ich habe 25 Euro gebettet und er raised auf 51 oder so. Ich call das und er zeigt 18. Einfach wirklich, es schien so, als könnte ich einfach keine Hand gewinnen. Jede Hand ist kaputt gegangen. Ich war zwischenzeitlich sogar mal 200 down. Dann bestimmt über 5 Stunden lang 100 Euro down, dann nur noch 50 Euro down. Und die Session habe ich dann am Ende doch noch mit einem Plus von 10 Euro beendet. Wir haben ja 7 Uhr und ich habe meinem Vater versprochen, dass ich morgen ihm helfe. Ich habe also nur 4 Stunden. Boah, ich dachte gerade, hinter mir ist die Polizei. Ich wurde heute schon einmal angehalten, wurde mit dem Handy am Steuer erwischt. Ich krieg jetzt einen Punkt und muss 60 Euro bezahlen. Soll wohl in den nächsten 4 bis 6 Wochen kommen, mein Brief. Yo Leute, ich mache mich gerade fertig. Ich muss ja jetzt zur Bank. Wir haben Dienstag. Ich werde jetzt die Dollar abholen für die Reise. Vorher muss ich noch meine Haare föhnen. Ich muss das Ganze erstmal ruhig angehen, es ist für mich immer noch zu früh. Ich muss noch meine Haare föhnen, ich muss noch mit Balu raus, ich muss mir auf jeden Fall erstmal einen Kaffee geben. Ja, ich werde dann zur Bank fahren, ich muss die Dollarscheine abholen für unsere Reise. Dann muss ich mich impfen lassen. Meine Mutter hat darauf bestanden, dass ich, bevor wir in Urlaub fliege, dass ich zum Arzt fahre und mich impfen lasse. Das ist ein Shoutout an meine Mutti. Ja, nach dem Arzttermin werden wir eine Shisha rauchen mit den Jungs. Mein Cousin Kamran, Robbie, Marc, Ilhan, alle Jungs sind am Start. Nach dem Shisha-Rauchen wollen wir uns im Limau treffen in Bonn. Das ist da, wo ihr in Vlog 11, glaube ich, ja, wo wir halt Geburtstag gefeiert haben, Ilhans Geburtstag. Da spielen wir heute nach Feierabend noch ein bisschen Poker. Ich werde euch einfach jetzt mitnehmen. Fuck, die Alte hat gesagt, ich soll ab 14 Uhr zur Bank, aber die hat mir nicht gesagt, dass die um, ja, wann haben die denn zugemacht? Um 16 Uhr haben die dann wohl zugemacht schon. Jedenfalls konnte ich das Geld jetzt nicht abholen. Alle Schalter waren zu, beziehungsweise halt die Bank war zu. Alter, ist das mega kalt geworden in Deutschland. Aufpassen, dass ich keine Türken überfahre. Großen Kaffee bitte. 1, 9, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Gestern noch erwischt worden, heute wieder Handy am Steuer. Bitch! Und Kaffee trinke ich auch. Hallo, I'm Gico. Hallo. Jo, warte mal, der Marc ist auch da, warte. Hallo. 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 Oder wir machen Ding. Gambas-Tag. Take 2, Gambas. Gambas. Wäre ich auch dabei. Hat das heute? Ich würde diese Gambas vernichten. Take 2. Ich würde sogar Mittwoch. Ich würde den Mittwoch. Okay. Ich komme.
Was? Haben wir nicht Dienstag? Ja, stimmt. Arbeitslosen Penner. Ja, wir können so auch gern was essen da. Oh, übertreibt man nicht echt. Ja, die Impfung habe ich jetzt voll in meinen Trizeps reingeballert bekommen. Ups. Jetzt erstmal nächster Stop wieder McDonald's. Aber diesmal kriege ich keinen Kaffee bei McCafé, sondern ich warte auf meinen Cousin, der Kamran aka Campbellzerian. Campbellzerian deswegen, weil er einmal pro Woche irgendwo hinfliegt. Jobmäßig muss er halt immer von Land zu Land fliegen, deswegen nenne ich ihn halt immer Campbellzerian, weil jedes Mal, wenn er irgendwas postet, dann sitzt er entweder im Flieger oder ist in einem anderen Land. Der Campbellzerian kommt jetzt gleich und wir fahren weiter Richtung Bonn. Dann wird erstmal was gegessen und dann wird gepokert. Till the end of the road, and I can't let you go. Gegessen haben wir, Shisha haben wir geraucht, Tee haben wir getrunken, gelacht haben wir, gequatscht haben wir und jetzt geht es auf in Krieg. Online haben wir gespielt, Home Game haben wir gespielt bei PokerStars. Ich wurde noch zum Essen eingeladen heute. Dann war ich mit meiner Freundin auf Sonnenbank und jetzt wird endlich live gepokert. Die letzte Cash-Session vor meinem Urlaub. Ich bin richtig heiß auf die Runde. Heute soll richtig gut sein. Ja, wir spielen heute wieder NL200. Es haben sich wohl lukrative Spieler angemeldet. Ich fahre jetzt dahin und werde mich selbst davon überzeugen. Und ich hoffe, ich kann euch danach dann von einer Plus-Session berichten. Yo, ich komme gerade von der NL200-Runde. Wir haben jetzt 2.23 Uhr. Ich habe absolut keine Ahnung, wie viel Uhr ich angefangen habe. Ich glaube, ich habe über knapp 3 Stunden gespielt. Wir sind 190 Euro ab. Ich war kurze Zeit mal 200 Euro plus und dann habe ich eine fette Hand verloren mit Set-Könige gegen 10-4 Suited. Er hat halt sich einen Flush gezogen. Und da habe ich halt 200 Euro verloren, war dann ein bisschen down. Also ich war, glaube ich, 30 Euro down dann. Bis es dann zu einer lustigen Situation kam. Und zwar sammeln wir bei uns nicht, also wir bezahlen halt nicht nur Rake, sondern wir bezahlen auch für einen Jackpot. Alle 3 oder 4 Stunden geht dann ein Jackpot an denjenigen raus, der die beste Hand bis dahin hat. In dem Fall war das ein Spieler, der halt mega im Brand war. Der hatte 6 hoch Straight Flush in Kreuz. Eigentlich hatten wir halt Jackpot schon abgeschrieben. Da stand eigentlich ja schon sein Name drauf. Wir dachten alle, das wird er halt gewinnen. Ja, bis zu einer Hand. Ich habe 6-7 Limpe. Links neben mir direkt der Raised. 4 Caller, ich bezahle das auch. Flop kommt direkt 8-9 in Herz und ein König. Ja, ich habe 25 Euro angespielt, 3-mal Folden und einer bezahlt. Turn kommt Dame, Dame in Herz. So, und der Spieler, der bezahlt hat, der bezahlt alles.
ich habe dann einfach 90 Euro noch dahinter gehabt, habe die 90 Euro direkt reingestellt, Overbet, ist scheißegal. Der hat ganz kurz überlegt, wirklich ganz kurz, und hat dann folgenden Satz gebracht: Ich bezahle das jetzt, um dich zu bestrafen. So, ja, ich drehe um, ich habe 7 hoch Flush, beziehungsweise Dame hoch Flush, und er zeigt 8-9. Ich sage dann zu ihm noch, ich kann deine beste Hand kaputt machen. Turn kommt direkt eine 10 und ich mache meinen Straight Flush, und ja, alle mussten halt lachen, weil der dann halt gesagt hat, ich bezahle, um dich zu bestrafen. Er hat sich im Prinzip selber bestraft, weil er sich damit seinen Jackpot halt kaputt gemacht hat. Jackpot ist jetzt nicht so hoch, das hört sich halt viel an, sind halt nur, das waren in dem Fall 85 Euro, aber ja, 85 Euro haben oder nicht haben ist halt... Jo Leute, das ist das Ende von Vlog 13. Ja, im nächsten Vlog fliegen wir ja schon im Urlaub. Ich werde versuchen, täglich dann einen Vlog hochzuladen. Ich bin ja dann viel mehr unterwegs, ich werde viel mehr erleben. Wenn das irgendwie machbar sein sollte, dann versuche ich halt täglich oder alle 2 Tage ein Video hochzuladen, damit ihr was von Miami und Fort Myers und Florida allgemein sehen könnt. Da wir jetzt die ganze Zeit in der Urlaubsplanung sind und so weiter, hatte ich in dem Vlog nicht so viel unternehmen können. Ich hoffe, euch hat mein Vlog trotzdem gefallen. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich darüber, wenn ihr es teilt, euren Freunden zeigt. Und macht einfach, was ihr wollt damit. Lasst mir euer Feedback zukommen. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns dann in Miami.